Hallo Jimmy, mit dem 1:1 gegen Hoffenheim habt ihr gestern den zweiten Punkt nach dem Restart geholt. Wie siehst du die 90 Minuten am Tag danach? Ja, ich glaube, war ein intensives Spiel gegen einen spielerisch starken Gegner. Das haben wir auch schon im Hinspiel erlebt. Hatten da noch einiges gut zu machen. Ich glaube, gestern mit dem Ergebnis können wir insgesamt zufrieden sein, auch wenn wir uns ein bisschen mehr erhofft haben. Wie gesagt, ausgeglichenes Spiel über weite Teile. Vielleicht hatte Hoffenheim ein kleines Chancenplus und mit ein wenig Glück hätten wir vielleicht das ein oder andere Tor machen können. Im Vergleich zum Spiel in Düsseldorf konntet ihr dann deutlich mehr Abschlüsse verzeichnen. Was habt ihr gestern offensiv besser gemacht? Gute Frage. Also in Düsseldorf können wir uns nicht so durchsetzen, hat uns die Durchschlagskraft gefehlt. Das haben wir uns für gestern vorgenommen, dass wir mehr Aktion nach vorne haben, dass wir uns, wenn es geht, Tormöglichkeiten rausspielen. Und ich glaube, wir hatten auch gute Gelegenheiten. Nur am Ende fehlte das Quäntchen Glück zum Treffer. Wie in Düsseldorf bist du auch gestern zu Beginn auf der linken Achterposition zum Einsatz gekommen. Wie fühlst du dich auf dieser Position und was ist vielleicht auch anders im Vergleich zur Außenbahn? Ja, ist für mich eine neue Position. Ich spiele gerne auf den Außen. Wenn der Trainer mich dort aufstellt, dann spiele ich dort, das ist ja keine Frage. Der Unterschied ist, außen geht man viel häufiger ins 1 gegen 1 und hat da vielleicht nur Druck von einer Seite. Auf 8 ist das ein bisschen anders, da kannst du Druck von beiden Seiten haben. Aber ich glaube, das gehört zur Entwicklung eines Fußballers dazu, dass man vielleicht variabel einsetzbar ist. Und wie gesagt, ich nehme es an und versuche da mein Bestes zu geben. Sonst werdet ihr ja in der Bentele Arena von den Fans nach vorne getrieben. Das wird in dieser Saison zumindest bei Heimspielen nicht mehr der Fall sein. Wie hat es sich jetzt gestern angefühlt, die Heimpartie eben ohne Fans zu bestreiten? War natürlich ein komisches Gefühl. Wir haben es vorher angetestet im internen Trainingsspiel gegen die eigene Truppe. Und genauso wie in Düsseldorf war es halt eine etwas andere Atmosphäre. Da kommt halt viel von außen. Also Trainer, Mitspieler und es ist nochmal ganz anders. Man hört quasi jeden Satz auf dem Platz, aber das ist eine Situation, mit der wir jetzt leben müssen und ich glaube, wenn das Spiel dann losgeht, dann kann man das gut ausblenden, dass da keine Fans sind. Am Mittwoch geht dann schon das nächste Spiel los mit dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg. Wie gelingen dort die 3 Punkte? Ja, indem wir versuchen, engagiert aufzutreten, versuchen, unser Spiel durchzuziehen, immer wieder nach vorne attackieren und auch mal die Tore machen. Ich glaube, dann rechne ich uns gute Chancen aus. Dann wünsche ich in der Vorbereitung darauf viel Erfolg und dann auch am Mittwoch viel Erfolg und danke dir. Dankeschön. Danke.